Toll, dass ich euch das auch bieten durfte. Ja, ganz herzlich willkommen zu Meet the Master. Heute sitzt Silvia Wanke hier. Ganz Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und du hast einen Film mitgebracht. Ja, ein Freund hat mir extra für diesen Termin heute ein kleines Video zusammengeschnitten, lauter kleine Schnipsel aus verschiedenen Aspekten meiner Arbeit. Und da bekommt ihr einen kleinen Überblick über meine Handschrift vielleicht am ehesten. Und ihr könnt hinterher gern Fragen dazu stellen. Es sind im Wesentlichen Aufnahmen aus sogenannten Paraden, die ich gemacht habe, zum Teil mit Laien, zum Teil mit einfach Leuten, die mitmachen wollten, mit Objekten aus verschiedenen Inszenierungen, Kostümen aus verschiedenen. Da trägt dann die Uta von Naumburg plötzlich einen barocken Reifrock, was natürlich überhaupt nicht passt, aber in dem Fall die schwarze Königin mit ihrem Hofstaat gibt. Sehr schön, wir sind gespannt. Ja. Ton ist auch dabei. Jan, bitte kannst du es nochmal mit Ton machen? Dankeschön, ich werde es ihm ausrichten, er wird sich freuen. Ja, und danke dir für diesen wunderbaren Bilderbogen. Von den Bildern und von der Arbeit, die wir sehen konnten. Mhm. Deine Arbeit hatte hier eine Überschrift.
Oder eine Unterschrift. Du meinst Kunst und Spiel und Zeug zusammen. Genau. Kunstspielzeug genannt. Mhm. Ja, das hat sich im Lauf der Zeit so als mein Credo herausgebildet, diese drei Begriffe. Ein bisschen ausführlicher würde ich sagen, dass ich mit der Kunst oder über die Kunst zu spielen arbeite, über das Spiel mit der Kunst und über das Zeug, was Kunst wird und Spiel bleibt. Das sind also die Begriffe, die immer von einer oder der anderen Seite in meine Arbeit einfließt, je nachdem, wo der Schwerpunkt ist. Sie sind alle drei gleichberechtigt, obwohl ich gerade was das Zeug angeht, oft höre, also solche Spielzeuge, ich mache auch viel kleine Spielzeuge und auch die normale Handpuppe, die ist bei den großen Künstlern dann oft als, naja, das ist so Zeug halt, was man so macht, aber die wahre Kunst ist es nicht. Gilt für mich nicht. Ich fühle mich als Handwerkerin genauso wichtig und fühle mich genauso gut wie als Schöpferin oder Künstlerin oder Lehrerin. Und das geht eigentlich zurück auf eine Idee aus dem Bauhaus. Mit dem habe ich mich viel beschäftigt, auch als ich mich für den Weg entschieden habe, vor allem als Szenografin zu arbeiten, Oskar Schlemmer, der auch aus mehreren Sparten seine Fantasie, seine Werke schafft, wo auch nie unterschieden wird zwischen Kunsthandwerk und der hohen Kunst, sondern es ist alles ein Zusammenwirken von allem. Und jetzt, wo ich doch schon auf ein größeres Werk zurückblicke, bin ich froh, dass ich an keinem Punkt von meinem Schaffen eine Sparte aufgegeben habe zugunsten einer anderen, sondern es geht mir immer wieder so, wenn ich für eine große Inszenierung gearbeitet habe, dann mache ich das 100%, aber am Ende freue ich mich dann auch wieder allein in meinem Atelier meine kleinen Köpfchen oder Figürchen oder Spielzeuge zu machen. Oder dann wieder mal eine Gruppe von interessierten Leutchen zu haben, die hören wollen, was ich mache, die sehen wollen, was ich mache. Und das ist dann auch wieder ein neuer Schritt und wird mir nie langweilig. Mhm. Du unterrichtest auch in Stuttgart an der Hochschule. Ja. Gibt es noch andere Orte, wo du unterrichtest? Na, hier. Hier. Wow. Nee, das hätte dann tatsächlich überhand genommen, wenn ich, ich habe einmal auch an einem Gymnasium unterrichtet und ich bin ja eigentlich ausgebildete Kunsterzieherin und Germanistin. Also ich hätte mein Leben lang auch als Deutschlehrerin und Kunsterzieherin verbringen können. Aber da habe ich gemerkt, so viel Zeit bin ich nicht bereit, von meiner schöpferischen Arbeit in die Schule zu geben. Deswegen mache ich da ausgewählte Sachen mit Leuten, die genau das wollen und nicht mit Schülern, die sagen, Kunstunterricht, naja, muss man halt irgendwie ein paar Punkte kriegen, aber die nicht interessiert sind. Mhm. Ist okay für mich, aber ich arbeite natürlich lieber mit Leuten, die speziell meine Arbeit miterleben wollen. Klar. Und ich höre heraus, dass dir auch dieser Wechsel von ich gebe was an eine Gruppe, die sich interessiert und ich bin für mich alleine und schaffe etwas, dass dir genau das wichtig ist. Ja, es sind natürlich immer sehr unterschiedliche Anforderungen. Jetzt gerade bei großen Inszenierungen waren gerade zwei kurze Eindrücke von
jüngeren Arbeiten. Das war einmal da Till am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Mhm. Da musste ich über 40 Kostüme und Masken und Figuren für 12 Schauspieler machen. Und da muss man natürlich mit sehr vielen Leuten zusammenarbeiten und es muss auch funktionieren. Hat in dem Fall sehr gut funktioniert. Manchmal funktioniert es eben nicht mit dem Regisseur. Das war jetzt oft in diesem Zusammenhang das Thema, irgendwann muss einer das Wort haben. Aber die Zusammenarbeit mit mir ist wirklich schwierig. Und ich möchte einfach auch meine Bilder sehen und inszeniert haben, weil ich mir ja auch zu der Interpretation meine Gedanken gemacht habe. Und ich gebe da eben selten nach. Ich habe auch deswegen einige Stücke, wo mir das sehr wichtig war, selbst inszeniert. Zum Beispiel Nosferatu am Theater Naumburg. Konnte ich alles selbst machen, also die komplette Konzeption, Ausstattung und Inszenierung. Und da kam es mir eben drauf an, auf dieses Schwebende zwischen, ist es Wirklichkeit oder ist es Einbildung. Im Zentrum stand diese junge Frau, die immer gebissen wurde. Wir haben das dann als eine Borderline-Persönlichkeit interpretiert, die einfach immer den Schmerz sucht. Mhm. Und da dachte ich, da kann so viel schief gehen. Wenn ich das jemand anders gebe, dann habe ich es selber gemacht und es ist auch gut geworden. Mhm. Das heißt, du arbeitest am Theater, du arbeitest für dich allein und du unterrichtest. Ja. Und freie Produktionen haben wir auch in kleinerem Rahmen. Habe ich zwei sehr schöne Szenen für Aug und Ohr mit ehemaligen Studierenden. Die sind dann, das war die junge Geigerin und die Frau im Body. Die sind dann froh, wenn sie kleine Engagements im Anschluss kriegen können und bei einer Vernissage auftreten können oder irgendwo bei einer Tagung. Und ja, und über mein Herzensthema Oskar Schlemmer haben wir auch eine freie Produktion gemacht, ein Oskar für Schlemmer. Und da muss ich aber sagen, das ist mir inzwischen zu anstrengend geworden, die ganzen Produktionsmittel zuerst noch zu sammeln und dann die Leute, die ich engagiere, doch enttäuschen zu müssen. Wir haben halt doch nur die Hälfte gekriegt und können dann nicht doch und so. Das wurde mir irgendwann dann zu anstrengend. Hm. Von daher freue ich mich, wenn ich eingeladen werde, wo ich arbeiten kann und ansonsten für meine freie Arbeit arbeiten kann. Und wie hat dich der Weg dahin geführt? Du hast gesagt, du bist Lehrerin, bist du zuerst Lehrerin geworden und hast dich dann entschieden, nee, ich mache noch was anderes? Oder? Ich habe an der Kunstakademie in Stuttgart studiert, und zwar Bildhauerei. Bei drei bildhauerischen Professoren, unter anderem Rittlitschka, und bin dann zu meinem Abschluss an einen Professor gekommen, der aus dem Erzgebirge stammte und der diese ganze Welt der beweglichen Objekte, der Spielfigürchen und der kleinen Theaterfiguren uns, die wir schon sehr weit fortgeschritten waren, eigentlich auch als künstlerisch wertvoll gezeigt hat und eingeführt hat. Der hat mich dann angeregt, mich zu bewerben beim DAAD, um
in der Gruppe von den ersten westdeutschen Studenten an die Damo nach Prag zu gehen. Damals war die Grenze noch zu. Und wir waren strikt getrennt, auch an der Figurentheaterschule, zwischen den tschechischen Studenten, aber auch zwischen DDR-Studenten, weil es hat sich ja dann gezeigt, dass Prag der Ort für Westkontakte war. Und ich war genau in dieser Zeit da und hatte dann auch einen Professor, der eigentlich sehr gut Deutsch gesprochen hat, der mir aber nach einer Weile gesagt hat, er kann diese Sprache nicht mehr sprechen. Er hat solche Erfahrungen gemacht, dass er nicht mehr Deutsch sprechen wollte. Also auf solche Erfahrungen bin ich da dann gestoßen. Das war Mitte der 70er Jahre nach dem Prager Frühling, wo man dachte, alles öffnet sich, alles ist bereit zu kooperieren. Und auch mein Vorstoß auf eine Ostberliner oder Dresdner Studentin an der Figurentheaterschule hat der nur Probleme gebracht. Also die wurde dann gleich verdächtigt, Westkontakte haben zu wollen. Aber ich habe in der Zeit sehr viel gesehen. Ich hatte freien Zugang zum Narodny-Museum, also zum Fundus im Nationalmuseum, habe die alten Stockpuppen, die Holzmarionetten kennengelernt. Ich habe in Hradec-Králové František Vítek und Vera Ryšášová kennengelernt, war bei denen in der Werkstatt und danach war es eigentlich klar, dass ich nicht in der Schule bleiben werde. Also ich habe dann noch meine Abschlüsse gemacht in Kunsterziehung und in Literaturwissenschaft und habe angefangen am Gymnasium, aber habe eigentlich sehr schnell jede Gelegenheit genutzt, dass ich meine freiberufliche Arbeit anfangen kann. Und gab es irgendeinen Punkt oder irgendetwas, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich das? Gab es so einen Moment oder ist das so schleichend gekommen? Also es war insofern ein Moment, als ich durch die Geburt meiner Tochter entschieden habe, dass ich nicht noch ein Bühnenbildstudium in Stuttgart anhänge, sondern dass ich die Familienphase genutzt habe, um mir einen Plan zu machen mit dem, was ich bisher schon konnte. Und habe dann eben vor allem mit diesen Spielzeugen angefangen und habe mir da ein bisschen ein Netzwerk aufgebaut, wo ich die auch vertreiben konnte und habe dann größere Objekte begonnen und als das genug war, habe ich mir Möglichkeiten gesucht, die auszustellen und dann kam die Anfrage von der Stuttgarter Hochschule, dass ich für das Fach Bildnerisches Gestalten, was ja eigentlich an der Musikhochschule, wo die Figurentheaterschule untergebracht ist, also unser Studiengang Figurentheater, Bildnerisches Gestalten unterrichten soll. Und da konnte ich dann auch meine Erfahrungen in Didaktik, in Pädagogik an werdenden jungen Künstlern gleich erproben. Wann war das? Anfang der 80er Jahre. Also an die Hochschule bin ich 1990 sowas gekommen. Also ich bin da inzwischen auch der Dinosaurier und so, aber ich merke jedes Mal, wenn eine neue Gruppe von neu aufgenommenen Studierenden kommt, obwohl wir viele tolle Projekte haben mit Video, mit
inzwischen Robotik mit künstlicher Intelligenz und solchen Dingen, die alle ins Bildnerische reinspielen. Da haben wir dann Gastlehrer, die Spezialisten sind, und die machen dann ein dreiwöchiges Projekt, und da kriegen die das auch alles mit. Zu mir kommen sie einfach immer trotzdem gern, weil das noch ein Bedürfnis ist, Grundlagen mit den Händen schaffen zu können und seine eigenen Bilder visualisieren zu können mit eigener Kraft. Also das hat eigentlich nie nachgelassen, obwohl die jungen Spieler später dann ganz andere Sachen machen, wie Iris Meinhardt zum Beispiel oder Therese oder so. Die waren alle mit mir in der Werkstatt und die haben alle sehr gern handwerklich gearbeitet. Ja, gibt es noch Fragen hier in der Runde? Alter? Es kommt ein Mikrofon. Ja. Genau, danke dir. Mich würde interessieren, die Prager Jahre, wenn ich das so verstanden habe, oder die Prager Zeit, die hatte was sehr Prägendes. Ist davon dann weiter noch was geblieben? Also ist sozusagen diese Kontakte, ich frage auch, weil ich sozusagen auch selber viel in Prag gearbeitet und unterrichtet habe, und mich interessiert einfach, wie ist es dann weitergegangen? Auch Prag hat sich ja nach den 70ern sehr stark verändert. Gibt es das noch? Wenn ja, in welcher Form? Also ich kann nur sagen, dass inzwischen der Austausch sehr viel einfacher geworden ist, und unsere Studierenden fahren regelmäßig nach Prag, oder wir holen Leute von dort zu uns an die Schule, oder die machen gemeinsame Festivals. Also die Studierenden haben einen regen Kontakt. Und für dich persönlich? Ja, es ist halt alles in mein Leben eingeflossen, und ich versuche, das immer wieder zu erinnern, und ist inzwischen ein Teil von mir geworden, die Erinnerungen und die Bilder, die ich von dort mitgenommen habe. Also wie gesagt, für mich war die Arbeit an der Hochschule schwierig, auch wegen des Aufbaus. Ich war in Stuttgart schon kurz vorm Abschluss, und ich konnte dort nur ganz zu den Anfängern gehen, weil die haben ja diese Dreiteilung Szenografie, Regie und Spiel. Und die haben von Anfang an zusammengearbeitet und haben gemeinsame Projekte gemacht. Und da habe ich irgendwo nirgends reingepasst. Und dann war es tatsächlich auch ein Sprachproblem. Also nur auf Tschechisch. Ich musste zwar für mein Stipendium Tschechischkenntnisse nachweisen, aber Prager Tschechisch ist dann nochmal was anderes. Und vor allem auch über Kunst zu sprechen, über Technik zu sprechen, das ist einfach, da habe ich zu wenig verstanden dann. Wie lange warst du denn in Prag? Ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Du hattest ja erzählt, dass du, bevor du an die Hochschule gegangen bist, kleinere Sachen in der Werkstatt gemacht hast, als du auch dich zu Hause um deine Tochter noch gekümmert hast, mhm. Also diese Konzeptarbeit, die man leistet, dass man sich überlegt, was mache ich mit dem, was ich denke, was ich machen muss oder möchte. Wie kam es, dass du dich dann den Masken so zugewandt hast? Da würde ich gerne ein bisschen genaueres drüber wissen. Du hattest erzählt von der Affinität zum Bauhaus und dass du bei Rittlitschka studiert hast, was ich ganz toll finde. Aber der hat ja nun mit Masken eigentlich direkt, also so wie, das interessiert mich einfach. Darüber würde ich gerne noch ein bisschen was Genaueres hören. Ich habe mich natürlich als Bildhauerin viel auch mit Gesicht, mit Kopf unterrichtet, und es war dann auch meine Aufgabe an der Hochschule, Figurenkopf
Figurengestaltung und mit Leuten, die wirklich auf die Bühne drängen, liegt es natürlich nahe, dass man das Thema Kopf entweder für einen Puppenkopf oder für eine Maske verwendet. Und das hat sich sehr organisch eigentlich zusammen mit den Studierenden entwickelt. Ich hatte zunächst auch noch kleine Tischtheater gemacht, auch ähnlich wie die Spielzeuge, dass Leute die mit erwerben können, mit nach Hause tragen können und für sich selbst spielen, wie die Theater im 19. Jahrhundert, die Papiertheater. Das ist auch ein Thema, mit dem ich viel mich beschäftigt habe. Und ja, durch die Figurentheaterschule und durch die Kollegen und durch die Studierenden ging es dann eben immer deutlicher auf die Bretter. Ich wollte fragen, wir hatten also bei Unima einmal bei Stuttgart an der Hochschule unsere Vollversammlung gemacht. Und da hatten wir auch eine Performance genossen, eben mit Masken. Hat mich so beeindruckt, also das sind auch so große Masken gewesen. Und das also eigentlich für mich eine Inspiration war, auch letztes Jahr zum Maskenworkshop zu kommen und in diesem Jahr auch wieder. Das ist dann auch zum Teil, könnte sein, dass es deine Arbeit war, deine Studenten waren, oder? Vermutlich, ja. Ja. Also ich bin eine von zwei Bildnern an der Hochschule und der Kollege Michael Mordo, der ist mehr der Holzschnitzer bei uns, der Gelenketechniker. Mhm. Und wenn er genug Zeit bekommt, Marionette. Und ich bin tatsächlich Modellieren, Maske. Ich mache auch regelmäßig einen Handpuppenkurs, also Bau von Handpuppen oder von einer Kopf-Schulter-Figur. Und das sind so die Basics, die wir an der Schule anbieten. Das waren die Szenen, halt also in eine gleiche, so große Vorstellung, so um eine halbe Stunde, ohne Text natürlich und so. Super, das war ganz toll. Das könnte sein, dass das so eine, wir machen immer solche Zwischenarbeiten oder die kriegen dann auch ihre Points. Inzwischen ist es ja kein Diplom mehr, das wir anbieten, sondern ein Bachelor. Und dann machen die eine kleine Ensemble-Inszenierung und dann geht es in die Spezialisierung für die Bachelorarbeit. Und im Moment wollen wir aufbauen, auch Masterstudiengänge. Und da wird als erstes ein Regie-Master an den Start gehen, sodass die Studierenden, die bei uns den allgemeinen Bachelor gemacht haben, dann noch ein Aufsetzerstudium machen können, um den Regie-Master für Figurentheater zu machen. Mhm. Im Moment kann man den Bachelor auch mit Schwerpunkt Szenografie machen. Das machen noch wenige, weil wir da noch wenig Erfahrung haben. Aber jetzt hat eine Studentin das gemacht. Die hat eine Straßenszene gemacht mit einem großen Huhn und einem Ei. Und da hat sie eben die ganze Konzeption für die Szenografie gemacht, das Kostüm, die Technik. Und sie hat nur eigentlich nebenbei ein bisschen gespielt. Ein anderer Spieler hat ihre Figuren gespielt und bewertet wurde dann eben tatsächlich die bildnerische Ausstattung, die sie gebracht hat. Also das, wenn ich da kurz dazwischen gehe, ich finde das ja eine sehr, sehr tolle Nachricht,
dass es die Möglichkeit gibt, auf diesem Grundstudium dann nochmal aufzusatteln, sich zu spezialisieren. Weil Regie für Puppentheater hat es in diesem Land bisher überhaupt nicht gegeben. Ja. Und auch Szenografie für Puppentheater. Ja. Ich denke, das ist auch nochmal eine andere Geschichte als an einem großen Theater. Und von daher finde ich diese Nachricht ganz toll. Ich meine, da arbeitet unsere Leitung schon lange dran und es geht mühsam voran, wie wir natürlich an diesem Riesenapparat Musikhochschule mit den vielfältigen Fächern innerhalb der Fakultät Schauspielschule nochmal eine kleine Studienrichtung sind und wir werden zunächst mal übersehen, ob es Räume sind oder Fördermittel sind oder Anschaffungen sind. Da werden natürlich zuerst andere berücksichtigt, aber es soll vorangehen. Ich habe auch noch eine Frage. Du machst ja sowohl Figuren und Masken für drinnen als auch für draußen. Ja. Hast du da gestalterisch, sind da andere Schwerpunkte gesetzt? Also sei es im Material oder Farbe oder wie Licht, wie gehst du da ran? Du hast es eigentlich schon klar getrennt. Es kommt wie immer auf die Fernwirkung an. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich bei Tageslicht arbeite, dann versuche ich natürlich entsprechend deutlich die Plastizität zu machen. Auch die Farbigkeit kann dann knalliger sein, als wenn ich mit Bühnenlicht zu rechnen habe während meiner Arbeit. Ich sage jetzt auch schon ständig, modelliert deutlich, dann müssen wir hinterher weniger malen. Ne? Also wenn wir Schatten modellieren und Höhen modellieren, dann arbeitet ja das Licht sehr stark mit. Und es sind für draußen natürlich auch andere Stoffe als für drinnen, also zum Beispiel gerade diesen Nosferatu, da hat das Licht eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Da haben wir immer eigentlich genau daneben geleuchtet, dass die Figur eigentlich im Schatten war, sondern nur als Scheme vorhanden war. Wir haben mit Dracula-Gasse gearbeitet, das heißt Tüllvorhang mit Licht von vorne und Licht von hinten, da kann man Dinge auftreten lassen und verschwinden lassen, kann man draußen natürlich alles nicht. Auch ist es draußen oft die Situation einer Arena-Bühne. Ich hatte es bei, ich weiß nicht, ob ihr den wunderbaren Santiago gesehen habt, noch am Sonntag. Den hatte ich einmal hier gesehen auf der Bühne und einmal draußen in einer Runde. Und er hatte eben Auftritte aus einer Kiste oder hinter einer Kiste, musste sich hinter der Kiste auch umziehen. Und da ist dann die Magie einfach verraten. Na, also von daher Stücke, die man überall gleich gut spielen kann, das muss man sehr sorgfältig planen. Und wegen des Materials, da habe ich angefangen mit Polyester zu laminieren. Das ist wunderbar, wenn es fertig ist. Und ich habe da zum Beispiel auch Fahnenköpfe, also das sind solche großen Scheibenmasken mit Stoff. Fahnen dran und die haben jetzt schon wirklich jahrelang bei verschiedenen Festen und Events draußen gehangen in Wind und Regen und Wetter. Das hält, also Polyester hält, aber es ist furchtbar zu bearbeiten. Es stinkt und wenn man schleift, hat man es in den Socken, in der Unterhose. Man kriegt es nie mehr los und von daher bin ich wieder zum guten alten Papiermaché zurückgegangen und mache das einfach
fest und dicht und habe da jetzt auch meine Materialien und das funktioniert für die großen Masken, die da jetzt gerade am Anfang waren. Das war für ein Straßentheaterstück, funktioniert wunderbar, die können auch mal ein paar Tropfen abkriegen. Dann stelle ich die Frage. Ich habe auch als bildender Künstler angefangen und für mich war der Anreiz, das, was ich mache, auch in Bewegung zu bringen und auszuprobieren. Hattest du vielleicht nicht öffentlich, privat ein Bedürfnis, deine Maske anzuziehen oder die Handpuppen anzuziehen und versuchen, das selber zu beleben? Nein. Ich sehe mich tatsächlich immer im Atelier, in der Werkstatt und hinter der Bühne. Also ich habe ganz früh, weil du gefragt hast, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, ich habe früh angefangen zu tanzen, habe das auch sehr intensiv gemacht und es war eine Provinz-Kinderballettschule, aber was mich fasziniert hat, waren die Kostüme, die Figuren, die man darstellen konnte, also das war schon der erste Schritt in die Verwandlung und ja, die Verwandlungen und die Metamorphosen, die ich inzwischen baue und darstelle, da gibt es einfach Leute, die das besser können als ich. Da versuche ich von außen meine Ideen zu geben und da kommt dann auch ganz viel zurück von denen, die darin ausgebildet sind oder die genau das wollen, in der Figur drin zu stecken. Ja, wenn es dann weiter keine Fragen mehr gibt, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank euch auch. Dankeschön. Ja. Der Hund ist auch begeistert. Ja, ich habe befürchtet, wenn sie mich sprechen hört, dass sie unbedingt auf die Bühne will, aber es ging ja bisher gut. Ja, dann hoffe ich, dass alle im Maskenkurs weiter viel Freude haben und dass alle aus den anderen Kursen auch ein bisschen davon mitnehmen konnten. Und ich hoffe, ihr habt in euren Kursen auch sehr viel Vergnügen und wir hören davon, was da passiert beim nächsten Meet the Master. Okay. Danke schön.